Servus, liebe Leute. Heute reden wir mal über den unendlichen Gems-Glitch. Ich habe es euch mal angekündigt, gestern oder vorgestern oder keine Ahnung, wann ich das Video jetzt hochladen werde. Vielleicht dauern 20 Jahre. Nein, 20 Jahre vielleicht nicht. Aber es ist halt folgendes. Es ist legal, aber ich weiß nicht, ob man das wirklich tun sollte. Es geht wirklich. Aber ob das so sinnvoll ist, müsst ihr für euch selber dann wissen. Es ist, wie gesagt, der Trick, dass man stornieren kann. Ich weiß nicht, ich würde es auch euch nicht empfehlen, das zu machen, außer euch ist scheißegal, was, dass euer Account vielleicht gebannt werden kann. Aber müsst ihr selber wissen, da will ich nicht reinreden und nicht schuld sein, deshalb, wie geht das überhaupt? Also, der Stornieren-Trick würde so funktionieren, dass ihr, ja, dass ihr einfach, ja, wie soll ich es jetzt ausdrücken? Ihr kauft was und storniert's und dann kriegt ihr das Geld zurück. Ganz simpel, habt die Gems weiterhin, aber es kann zu Minus-Gems führen. Das sind die Sachen, die ich anmerken will. Minus-Gems gar nicht gut, aber Minus-Gems sind besser als das Geld zu verlieren, ist natürlich klar. Aber ich will jetzt hier nicht anmuten, das zu machen, sondern lasst es lieber sein und erspielt es euch lieber so. So macht das Spiel eh mehr Spaß und ich weiß auch nicht, mir macht so viel mehr Spaß. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn man es mal möchte. Würde es euch aber nicht empfehlen. Lasst es lieber sein. Ist eigentlich recht, recht unnötig. Aber ihr könnt unendlich Gems haben und euch alles auf Max Gems. Das war keine Lüge. Vor allem, ihr könnt es ja mehrmals machen. Ihr müsst nur beachten, dass ihr es macht. Und dann halt keine Minus Gems drauf gerechnet kriegt. Weil ihr müsst ja immer wieder stornieren. Und ihr braucht halt auch einen bestimmten Betrag erstmal drauf. Und im Prinzip könnt ihr es unendlich machen. Wenn es halt auffliegt, ist euer Kanal, Account futsch. Ja, oder wenn es nicht so wirklich aufliegt, kriegt ihr einfach nur die Minus-Diamanten. Das wäre eigentlich auch noch okay. Könnt ihr mal testen, wenn ihr, was weiß ich, 100 Euro aufladen, 14.000 Minus-Diamanten haben wollt. Könnt ihr es gerne machen. Dann habt ihr halt 100 Euro geschenkt kriegt im Prinzip, aber halt die Minus-Diamanten, die ihr wahrscheinlich nie wieder ausgeglichen kriegt. Das heißt, ihr könnt euch dann nie wieder Gems kaufen. Aber ihr habt 100 Euro umsonst. Das ist okay. Aber ich würde es euch, wie gesagt, nicht empfehlen. Wollt es euch nur mal vorstellen, weil ich es euch wissen lassen wollte. Weiß nicht, wie da die Sachen sind, ob, ich denke mal, Apple und Android wollen das sicherlich nicht, aber, ja, müsst ihr selber wissen, ich empfehle es euch nicht, rate euch sogar davon ab, lasst es einfach sein, spielt das Spiel auf ehrliche Weise, macht viel mehr Spaß in meiner Hinsicht, und, ja, ihr wolltet's wissen, habt es mir reingeschrieben, deshalb, sonst hätte ich das Video auch gar nicht gemacht, und, ja, ansonsten lässt sich gar nicht mehr so viel sagen, würde man sagen, haut dann rein und gönnt euch noch das Ende vom Kampf. Mână se dură prin țărână, cu țăranul clasic braț la braț sau de mână, trage buza peste dinți, fraiere, cam avut pize ca aia, deci puie, băi, te-am văzut la disco, ești mișto, bineînțeles, căutai putul ce pe GPS, când aia e la bară, te faci foc și pară, bloc pentru tine un sac pe verticală, mergi la sală ca un prost fără rost, un popos, nu știe că îmbrac un prost, când lași geamul jos, băi, ai grijă ce zici, că te zbor din ești trincină.